Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist mal wieder Samstag. Gestern war ich den ganzen Tag unterwegs, habe ein Auto geholt. Das Problem ist eigentlich nicht der Verkehr auf der Straße, sondern eher die Deutsche Bahn, mit der ich unterwegs war. Da ist nicht ein Zug pünktlich und ich bin am Ende mit über einer Stunde Verspätung nach einer zweistündigen Fahrt, will ich mal sagen. Dann am Zielort angekommen, da hatte ich natürlich dann auch den ganzen Zeitplan durcheinander geschmissen, weil ich ja extra früh da sein wollte. Also war gestern der Tag mit Autos durch die Gegend fahren belegt. Heute Morgen haben wir das Auto dann nach Holland gebracht, habe ich ein paar Sachen gefilmt. Mal gucken, ob ich euch das noch hinten dranhänge. Da habe ich aber nur ein bisschen was von der Autobahn aufgenommen. War nämlich so schönes Fahren und morgen keiner unterwegs. Ich war fast alleine auf der Autobahn. Aber jetzt erstmal zu den Sachen, die bei uns zu Hause auf dem Hof anstehen. Da hat sich nämlich gestern gezeigt, dass unsere Abby ein Eichhörnchen gejagt hat und hier vorne durch den Zaun entwischt ist. Diana hatte ein bisschen Stress, die wiederzukriegen, weil die natürlich dann hinterm Eichhörnchen her wollte. Die hat sie dann wiederbekommen und ich habe jetzt gerade mit dem Rico, der heute hier ist, den Zaun repariert. Das zeige ich euch mal schnell. Da sind wir schon fertig. Die Baustelle schließen wir ab. Das ging jetzt relativ schnell und ich glaube, einen Zaun hinstellen ist jetzt auch nicht so eine Riesenattraktion, aber trotzdem zeige ich euch jetzt einmal das fertige Ergebnis. Es geht um den Zaun, der hier rechts von unserem Hoftor steht. Da seht ihr schon, den haben wir schon mal erhöht und sicherer gemacht, weil wir immer gedacht haben, die Hunde springen da drüber. Jetzt haben die uns aber den Zaun nach vorne weggedrückt und jetzt haben wir hier alles wieder aufgestellt, verschraubt. Und ich hoffe, man kann das sehen, hier einen grünen Maschendrahtzaun vorgestellt. Der geht jetzt bis hinten durch. Also der Zaun ist jetzt dicht, 1,20 Meter hoch. Der wird die Abby sicher nicht mehr durch entwischen, weil die hat sich hier zwischen den Zaunlatten und den Brettern durchgequetscht. Das Thema ist jetzt vorbei. Der Zaun ist erstmal sicher. Hier muss auf Dauer sowieso ein komplett neuer Zaun hin. Das ist mir schon klar, aber jetzt auf die Schnelle konnten wir das auf dem Samstag mal eben reparieren, ohne dass ich jetzt noch groß in Baumarkt musste und so. Da hinten steht die 20 Meter Maschendrahtrolle. Die haben wir jetzt auch ganz gelassen. Ich habe da nichts abgeschnitten. Wenn wir hier den Zaun abbauen, können wir die wieder aufrollen und dann vielleicht nochmal für was anderes verwenden. Aber hier ist jetzt erstmal dicht. Hier haut uns kein Hund mehr ab. Dann hatte ich ja gerade erwähnt, dass der Rico da ist. Der hat uns geholfen beim Zaun aufbauen. Der ist aber aus einem ganz anderen Grund hier. Der bringt uns gerade die gesamte Hühnerausstattung aus deren Garten. Die hatten bisher auch eigene Hühner. Die wollen die aber nicht mehr. Die schaffen die jetzt ab. So, und jetzt ist alles, was an Hühnern und an Material noch da ist, zu uns umgezogen. Also hier vorne stehen zwei Legenester. Hinten sind zwei Mülltonnen. Einmal mit Futter und einmal mit Einstreu. Hier vorne steht noch ein Brutautomat. Also alles, was die für die Hühner bisher hatten, ist jetzt bei uns, inklusive der letzten 5 Hühner. Die haben wir schon in den Stall gesteckt zu dem Ganter, damit sie nicht abhauen. Also von daher hat jetzt unser Hühnerbestand um nochmal 5 Hühner zugelegt. Und den ganzen Kram laden wir gleich mal ab und schauen, was wir damit machen. Aber gebrauchen können wir das in jedem Fall. Ich zeige euch den Zaun nochmal schnell von der anderen Seite. Wir stehen jetzt also bei uns auf dem Hof. Man sieht den Maschendraht kaum, deswegen werden wir die Abby gleich einmal rauslassen, wenn es noch hell ist, damit die sofort sieht, der Zaun ist repariert, alles ist wieder dicht und sie braucht auch gar nicht versuchen, sich durchzuquetschen, weil der Maschendraht da dran hängt, sonst tut die sich nachher unter Umständen noch weh. Das ist hier die Kläranlage, dahinter liegt der Holzberg, da kommt sie also auch nicht durch, aber hier vorne rund um die Kläranlage war das halt umgefallen, auseinandergebrochen, das ist jetzt alles wieder repariert, also da haben wir jetzt Ruhe. Die schafft es hier nicht mehr auszubüchsen. Wir werden jetzt aber anfangen, an dem Anhänger gleich mal eben die beiden Vorderräder zu tauschen. Der Rico ist da, der kann mir helfen. Bei den Rädern ist das jetzt erstmal nicht so schlimm, aber ihr seht ja, die Bracken liegen noch auf dem Hänger. Die müssen rechts und links wieder eingehangen werden. Das kann ich ganz sicher alleine nicht. Der Robin ist auch da, also vielleicht machen wir das gleich eben zu dritt, dass wir die Bracken wieder einhängen. Da kann ich nämlich den Anhänger zusammenbauen, in Ruhe die Räder tauschen und dann ist der fertig. Vielleicht habe ich dann schon Zeit und Lust, den am Wochenende bei eBay Kleinanzeigen einzustellen. Und vielleicht braucht ja ausgerechnet einer von euch so einen Anhänger. Das werden wir sehen. Jetzt nehme ich erstmal die beiden Vorderräder ab, baue die schmaleren, aber genauso guten, viel besseren Räder wieder dran und dann sehen wir gleich weiter. Also jetzt starten wir am Anhänger. Mein Lieblingsthema.
Räder wechseln. Das hatten wir vor einiger Zeit schon mal. Da habe ich die Räder an unserem Schlachtanhänger abgebaut. Das sind ja die Räder, die hier raufkommen sollen. Und da haben mir ganz viele von euch in die Kommentare geschrieben, Mensch, nimm doch einen Schlagschrauber, dann ist das doch viel einfacher. Stimmt, ich hatte dann auch die meisten Kommentare oder alle Kommentare beantwortet und hatte auch in den Kommentaren gefragt, was ihr denkt, ob ein 400 Newtonmeter Schlagschrauber reicht. Ihr wisst ja, wir sind Einhell-Fans, wir haben alle möglichen Akkugeräte von Einhell. Und da ist jetzt die Frage, kaufe ich mir den Einhell-Schlagschrauber mit 400 Newtonmeter? Weil wenn die so bombenfest sitzen wie jetzt wieder, muss ich eh einmal mit einem dicken, langen Knarrenschlüssel da dran, muss das Ding einmal lösen. Und danach sollten die 400 Newtonmeter meiner Meinung nach reichen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Erfahrungen mit dem Einhell-Schlagschrauber oder sagt, nee, nimm ganz was anderes, würde mich jetzt ein bisschen nerven, weil wir halt dann wieder verschiedene Akku-Varianten haben. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, 400 Newtonmeter von dem Einhell, die sollten reichen, um solche Dinge hier zu bewältigen. Oder sagt ihr, nee, pass auf, ist alles Spielkram, nimm den und den mit der und der Newtonmeter-Drehzahl und dann gucken wir, was passiert. Also, einmal fest in die Kommentare klimpern, welchen Akkuschlagschrauber ihr bevorzugt. Ich rödel mir jetzt hier weiter einen ab, die Muttern loszudrehen. Die sind jetzt alle lose, jetzt geht es nur noch ums Abschrauben. Das sieht bei den Rädern auch viel besser aus wie bei dem anderen Anhänger. In der Zwischenzeit, ich schraube die Räder ab und ihr schreibt in die Kommentare, welcher Schlagschrauber denn wohl der richtige ist. Die Radnaben sind jetzt schwarz lackiert auf beiden Seiten. Der Robin hat die gerade mit der Drahtbürste sauber gemacht, habt ihr gesehen. Jetzt sind die einmal ein bisschen schön gemacht. Dann kommen da gleich die Räder dran. Das lassen wir jetzt trocknen. Ich gehe jetzt kurz Abendbrot essen. Und dann können wir gleich die Räder dran stecken. Und dann ist die Vorderachse vom Anhänger schon fertig. Richtig geil. Ja, und dann geht's hinten weiter, ne? Da sind ja ganz andere Reifengrößen drauf. Aber eins nach dem anderen. Heute machen wir die Vorderräder und dann sind wir schon mal einen richtigen Schritt weiter. Ein schneller Blick auf das Rad ist jetzt montiert. Die Radnarbe ist schwarz, die Felge ist rot, sieht doch vernünftig aus. Morgen geht's weiter. Es ist schon richtig dunkel. Also auf der Kamera seht ihr das alles viel heller, als es in Wirklichkeit ist. Also das rechte Rad ist dran. Das linke Rad ist auch dran, jeweils mit zwei Muttern erstmal gesichert, dass der Anhänger wieder vernünftig auf der Erde steht. Und jetzt geht's morgen mit den Hinterrädern weiter. Da seht ihr, die alten Räder habe ich hinten angelehnt. Die großen Räder kommen noch ab, da kommen auch die kleinen Räder dran. Und dann ist der Anhänger schon fast fertig. Geil, haben wir heute doch noch was geschafft, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Es ist mittlerweile Sonntagmorgen. Wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen könnt, wird das Wetter heute richtig geil. Die Sonne kommt schon durch, der Nebel verzieht sich langsam. Wir kriegen heute richtig schönes Wetter. Das bedeutet in jedem Fall, der Anhänger wird heute fertig. Das sind ja nur die Hinterräder, die anderen Räder ein bisschen festschrauben. Das geht ratzifatzi, das machen wir gleich zwischendurch. Und ansonsten haben wir heute Morgen noch zwei interessante Termine. Zum einen kommen Interessenten für unseren Eber, der noch im Stall steht. Wir haben ja noch einen rotbunten Husumer Sattelschwein-Eber. Da haben wir schon gesagt, wenn der jetzt nicht verkauft wird, dann bleibt er hier und wir züchten mit dem Eber und einer anderen Sau weiter. Das Thema hat sich vermutlich erledigt, weil jetzt ein Biohof sich gemeldet hat, der unbedingt einen reinrassigen Husumer Sattelschwein-Eber haben möchte. Wir haben genug Kontakte, also keine Sorge, die rotbunte Husumer Sattelschwein-Zucht hört nicht auf. Wir werden uns bei einem befreundeten Züchter jetzt erstmal zwei Sauferkel kaufen, die herdbuchfähig sind und dann mal schauen, wo wir die dann decken lassen. Aber die lassen wir erstmal wieder groß werden und wachsen und dann schauen wir weiter. Also, es geht hier in jedem Fall weiter, aber
Ja, Eberhaltung war noch nie so wirklich unser Thema. Wir schauen mal, dass wir dann jemanden finden, mit dem wir zusammenarbeiten, der den passenden Eber hat. Und dann ist das Thema erstmal erledigt und ihr wisst Bescheid, wie es mit den rotbunten Husumer Sattelschweinen hier weitergeht. Und dann kommen noch Leute, die uns gestern am Telefon schon zugesagt haben, die kennen wir auch, die kommen aus dem Nachbardorf, dass sie eine unserer beiden Kuhkälber nehmen. Die kommen jetzt heute Vormittag, gegen Mittag irgendwann und gucken sich jetzt die beiden Kuhkälber nochmal an und entscheiden, welche von beiden sie haben wollen. Dann wäre da eine Kuh, ein Kuhkalb schon weg. Ach, dann geht's ja doch so langsam vorwärts. Ich hatte erst gedacht, hier passiert gar nichts, weil sich auf die Anzeigen so richtig niemand gemeldet hat. Bis auf der eine Eber, der verkauft ist, ist nichts passiert. Aber dann geht's ja doch auch da jetzt richtig vorwärts. Freut uns sehr, denn so langsam aber sicher müssen die Kuhkälber auch aus der Herde raus. Ja, und damit soll es das für dieses Video auch wieder gewesen sein. Ja, die Fellspritze steht immer noch an Ort und Stelle, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, die jetzt in irgendeiner Form einzusetzen. Wir schauen jetzt mal, der Zettel für die nächste Woche ist richtig voll. Wenn es danach geht, müssten die Tage 48 Stunden haben und davon 24 Stunden müsste es hell sein. Wir gucken mal, was wir nächste Woche schaffen. Ihr kennt das Thema, ja, wir nehmen euch wieder mit. Alles, was hier auf dem Hof passiert, kriegt ihr zu sehen. Solange es interessant ist und ihr es nicht schon 100 Mal gesehen habt, genau. Aber ansonsten werden wir sehen, dass wir nächste Woche hier mal richtig Gas geben. Das Wetter wird geil. Nächste Woche steht auch nichts mit Autos durch die Weltgeschichte fahren an, sodass wir uns wirklich die ganze Woche hier um den Hof kümmern können. Und dann bin ich mal gespannt, wie lang das Video für den Donnerstag wird. Also an dieser Stelle wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Dann sehen wir uns am Donnerstag. Ihr genießt jetzt das Restwochenende, den Sonntag. Bei hoffentlich auch bei euch schönem Wetter und dann bis nächste Woche. Tschö. So, jetzt nochmal zum Abschluss ein schneller Blick aus der Entfernung. Ich finde das ja geil, mit so ein bisschen zweifarbig, rote Felge, schwarze Rattennarbe oder umgekehrt geht auch geil. Ich finde es immer blöd, wenn das so einfarbig zugejaucht ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ich persönlich finde es cool. Und werde das bei unseren Anhängern jetzt nach und nach überall genauso umsetzen. So, jetzt könnt ihr aber abschalten. Hier gibt's heute nichts mehr zu sehen.